Wir sind in einem Palast gelandet. Hey, das ist Annika, Roman und unsere Hündin Milou. Und wir befinden uns auf Europareise mit unserem Van. Und das ist die Route, die wir heute zurückgelegt haben. Und der Tag startete mit richtig guter Musik, mit dem Besten der 70er, der 80er und der 90er. Auf meinem Instagram habe ich es euch schon gesagt. Wir sind ja in Slowenien und mich hat Tanja auf Instagram angeschrieben, eine Followerin scheinbar, die gesagt hat, hey, ich habe hier ein Haus mitten im Wald, was ich sonst eigentlich vermiete, und das ist frei. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Und wir dürfen jetzt 2 Tage bei ihr in diesem Haus schlafen, mitten im Wald von Slowenien, machen hier dann auch Ausflüge und alles, freuen uns tierisch darauf. Und jetzt hat sie uns gerade abgeholt und wir fahren ihr fleißig hinterher, damit wir den Weg hier durchs Nirgendwo auch finden. Anyway, gerade eben ein Schild gesehen, Vorsicht, Bären. Milou lassen wir nicht von alleine. In the middle of nowhere, wie schön ist eigentlich Slowenien? Liebe Leute, von wegen Hütchen. Wir sind in einem Palast gelandet. Übrigens geschaut, das ist von Deutschland tatsächlich gar nicht so weit weg. 6 Stunden hier sein. Und vielleicht, also weil hier können tatsächlich sehr viele Leute schlafen. Also wir können, glaube ich, jeden Tag dreimal könnten das Schlafzimmer wechseln. Das ist der Wahnsinn. Dann könnte ich hier mit mehreren Freunden eine richtig geile Woche veranstalten, wo man hier wandern gehen kann, Bären gucken kann. Hier kann man Füchse in freier Natur sehen, Rehe in freier Natur, also alles. Wirklich Natur pur. Ihr habt das gesamte Gebiet für euch. Ihr könnt hier grillen, ihr könnt hier Paddeln machen, ihr könnt in den Hotpot, ihr könnt in die Sauna. Alles. Und ich glaube, dass wir uns das auf unsere Bucketlist schreiben, um hier vielleicht mal mit Freunden auch nochmal herzukommen, weil es wirklich so schön ist. Und jetzt guckt euch bitte diese Hütte an. Riesenwohnzimmer, Platz für bis zu 10 Leute. Superschöne Naturprodukte wurden verarbeitet und das Chalet ist auf dem neuesten Stand. Sogar eine Sauna und ein Hotpot ist an Bord. Die Aussicht ist gigantisch und man sieht nur Wald und Natur. Anschließend hat uns Tanja auf eine Wanderung mitgenommen, wo wir sogar einen Bussard gesehen haben. Alte Ruinen und einen kleinen See, wo tatsächlich Goldfische drin sind. Zu Milou muss ich nichts mehr sagen. Und meine neue Uhr hat uns nach Hause gebracht. Den Abend haben wir dann wunderschön ausklingen lassen im Hotpot und haben den Tag Revue passieren lassen. Wahnsinn.